Hi, herzlich willkommen bei den Tees. Ich schaue heute ein bisschen gegen die Sonne, deshalb knicke ich meine Augen so zusammen. Aber ich möchte euch heute gerne mal unseren Carry Chef 2 von Kadak vorstellen. Supergeiles Multifunktionstalent, was das Thema Kochen, Grillen, Backen und so weiter angeht. Wir haben uns den gekauft, haben uns ein paar Gedanken darüber gemacht, was das Richtige für uns ist, haben uns beraten lassen und haben das Ding natürlich auf dem Video Südseecamp, könnt ihr mal schauen, ausprobiert. Wir haben festgestellt, das Ding ist der Hammer. Aber vorher erzähle ich euch ein bisschen was dazu. Das ganze Ding wiegt mit den ganzen Sachen außer den Töpfen 13 Kilo. Wir haben eine Arbeitsfläche von 94 cm und eine Arbeitshöhe und eine Arbeitsfläche von 48 cm. Hier vorne habt ihr eine Piezo-Zündung dran, stinknormalen Gasanschluss, Gasschlauch, also komplett universell einsetzbar. Aufgebaut ist das Ganze, unsere neue ganz normale Bodenplatte, wo die Flamme rauskommt. Dazu haben wir einen Tropfschutz und ein Gitter, dass wir mit Pfannen arbeiten können, große Töpfe, also das Wasser wird wirklich sehr, sehr schnell warm und natürlich auch so kleine Töpfe passen auch ganz locker drauf. Obwohl ich natürlich sagen muss, wir haben uns extra noch eine Induktionskochplatte gekauft, haben aber festgestellt, bei 6 Ampere Absicherung von den Campingplätzen ist sehr oft die Sicherung gefallen. Daher haben wir gesagt, nehmen wir den Kadak noch, um einfach nur, keine Ahnung, Wasser warm zu machen, Wild warm zu machen, zum Grillen und so weiter. Aber im Sommerurlaub, also da kommt auch ein Video in Italien, haben wir genug Ampere-Absicherung, da kommt das Ding auch zum Vorschein. Okay, was können wir noch machen, außer mit unseren Kochtöpfen und Pfannen und so weiter Essen zubereiten? Wir haben eine wunderbare, geile Grillplatte. Diese Grillplatte ist nämlich bei dem Kadak Carry Chef 2 mit einer sogenannten Cream-Beschichtung überzogen. Das heißt, man kann das Ding echt super geil sauber machen. Das geht total schnell und es ist echt spitze. Wir haben uns zwar extra so eine Silikonfolie geholt, auch von Kadak, aber wir haben festgestellt, wir brauchen die gar nicht, weil das geht echt so super schnell sauber. Das ist echt der Vorteil zu dem alten. Also zum Grillen kann man das Ding super geil nehmen und es wird da echt schön knusprig und also super. Was wir noch haben, der sogenannte Skottel. Ihr seht, das ist so eine leicht gebogene Pfanne. Wird hier drauf gesetzt, sammelt sich wunderschön das ganze Fett, wenn man was brät. In der Mitte, man kann, also wir haben es gemacht mit verschiedenen Gemüsesorten, Fleisch, Bratkartoffeln, Nudeln, alles was man so braten will. Ist das Ding echt super, echt genial. Und natürlich auch, ihr seht, wir haben es sehr oft benutzt, lässt sich echt gut reinigen und ist eine ganz tolle Geschichte. Ja, das dazu zu unserem Kadak. Und gleich werdet ihr sehen, das war nämlich das größte Problem, was wir hatten, das ganze Equipment wieder als eine Einheit zu verpacken. Das war echt eine Herausforderung. Aber wie das geht, zeige ich euch jetzt. Wir fangen an, die Grillplatte zu verpacken. Da haben wir extra eine Tüte, steht drauf, Barbecue Grill. Einfach reinstecken, Reißverschluss zu, fertig. Als nächstes den Skottel. Extra aufgeschrieben, Skottel Top. Das heißt, Skottel kommt so rum rein, die Griffe schauen an der Seite raus. Beziehungsweise der eine Griff. Ding zu, Griff in die Hand, spitze. Legen wir uns auch zur Seite. Als nächstes fangen wir an, das Bodengestell auseinanderzunehmen. Wir schrauben als allererstes den Gasschlauch ab. Dran denken, Gas-Linksgewinde.
Den können wir schon ein bisschen zur Seite zusammenrollen, kurz befestigen, weglegen. Als nächstes drehen wir das ganze Teil rum, passt aber auf den Brenner auf. Und wir machen das Plastikteil ab. Damit werden die Standfüße noch ein bisschen fixiert. Können wir auch zur Seite legen und dann ganz normal Füße abschrauben. Ich werde euch zeigen, wo ihr die Füße mit an die äußere Verpackung machen könnt. Wir selber machen das gar nicht, weil es ist zu sperrig. Die Füße legen wir so in unsere Erna rein. Aber ich zeige euch trotzdem, wie es geht. So, jetzt haben wir alles auseinandergenommen, alles einzelne liegen. Fangen wir an, nehmen uns die Verpackung. Legen sie so hin, dass ihr das Carry Shift 2 oben lesen könnt. Und ihr fangt an, die Tropfschale zu nehmen. In die Tropfschale das Gitter rein und die Barbecue-Platte. Wenn ihr das habt, rein in die Verpackung. Dann nehmt ihr bitte die Kunststoff-Sache wo die Füße fest waren, und mit der unteren Seite nach oben hier reinschieben und dann den Brenner. Und zwar so, dass der Brenner hier drin liegt. Der passt so schön in die äußere Seite rein. Und die Zündung bitte nach oben. Einfach reinschieben, gucken, ob es passt. Passt. Dann könnt ihr das schon zumachen. Danach den Skottel. Ich drehe ihn falsch rum. Griff nach oben. Und den Skottel in die äußere Tasche vorne reinschieben. Dazu könnt ihr die Folie, wenn ihr so eine habt, mit reinpacken. Den Gasschlauch mit rein. Und was super ist, von Kardak das Rezept. Könnt ihr mal gerade reinschauen. Super leckere Sachen. Da werden wir bestimmt einiges im Urlaub mal ausprobieren von. Also ist bestimmt für jeden was dabei. Und außerdem findet ihr im Internet ganz, ganz viele Rezepte für den Kardak. Spitze. Das Ganze rein. Diese Lasche, die wir haben, durch den Griff durchziehen und hier vorne einfach mit befestigen. Danach könnt ihr das ganze Ding rumdrehen. Auf der Rückseite geht es weiter. Ihr habt hier so ein T-Teil und unten zwei Laschen. In diese Laschen kommen die Füße rein. Einfach hier durch. Passen alle drei Füße rein. Wie gesagt, ich lasse sie draußen, weil wir den Kardak so niemals verpacken würden. Aber für was haben wir das? Für den Griff, für den Deckel. Der Deckel übrigens auch mit Thermometer. Das Ganze einfach nur hier reinschieben. Eine Seite drüber ziehen. Und schon habt ihr hier zwei Griffe. Und ihr könnt das ganze Teil, so wie es ist, ganz einfach alles dabei. Drei Füße und ab damit in den Wohnwagen.